Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Hallo, Sir Hammerlock. Ich bin Sir Poloni. Stets zu Diensten. Ich bin nicht stets zu Diensten. Also anscheinend können wir unseren Charakter, wenn ich mir das so anschaue, auf Feuer spezialisieren, auf Feuerangriffe, Feuerschaden und so weiter. Sieht alles sehr stark nach Feuer aus hier. Überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Nahkampfschaden. Wenn du mir jetzt bitte das Roboter Waffenschaden geben würdest. Für alles außer Scharfschützengewehre. Okay. Nahkampfattacken haben die Möglichkeit, Gegner zu entflammen. Okay, ich verstehe schon. Nahkampf-Feuer-Attacke-Dingens. Ah doch, die Customization, die ich vorgenommen habe, hat da gespeichert. Cool. Sehr schön. Ich meine, das machen wir dann, wenn ich Level 5 bin. Bis dahin ist es wurscht. Ich gehe jetzt mal kurz nochmal customizen. Ich glaube, ich habe den Namen des Charakters nämlich gar nicht geändert. Hä? Ist hier nicht eigentlich ein Umbauautomat? Vielleicht noch nicht. Vielleicht kommt das erst noch. Na gut, dann reden wir wohl erstmal noch mit Hammerlock. Auf Power warten. Jetzt, wo Dyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan! Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Was hat denn der da? Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. Ach, das ist, glaube ich, so eine Halterung für ein Gewehr, das nicht existiert. Ah, da bist du ja. So, jetzt. Na los, ist da drüben der Umbauautomat wahrscheinlich. Exkremente nochmal. Das schwarze Brett ist kaputt. Der Widerstand muss es deaktiviert haben, bevor sie nach Sanctuary gingen. Ich wollte eigentlich ein paar Jobs für dich posten. Na, sprich stattdessen einfach mit mir. So. Landsquid Bird Rider. Genau, ansonsten passt sie. Hey, du hast deine Anpassungsstation gefunden. Du kannst sie benutzen, um dein Aussehen zu ändern und deine Skillpunkte zurückzusetzen. Ach, was. Sagenhaft. Ich glaube, ich mache gleich also, noch Munition für alles. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Okay. Quest abschließen. Ich platze fast! Ein Schild, das wir nicht benutzen können, weil wir nicht Level 3 sind. Und wie gefällt dir? Jetzt sind wir Level 3. Perfekt. In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Zumindest die meisten von ihnen. Captain Flints Männer töteten jeden, der blieb. Chuck, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Ach so, ich hab's jetzt erst gelesen, sorry. Psycho-Skin kaufen. Ja, warte mal, wo? Hier? Hervorragender Tag für dann wahrscheinlich da. Irgendwo anders. Da oben vielleicht. Willkommen in Dr. Zeds tragbarer Klinik. Psycho-Skin wäre schon cool. Schon komisch, oder? Dass ein Spiel, ein First-Person-Shooter, so viel Wert auf Customization der Charaktere legt. Das macht irgendwie eigentlich gar keinen Sinn. Tetragan! Das mache ich nie wieder. Ah, ich habe leider nicht genug Geld. Ah, warte mal, ich kann ein bisschen Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Die beiden Pistolen. Scharfschützengewehr ist anscheinend das Gegenteil von dem, was unser Charakter so benutzen kann. Du kannst mich nicht stoppen! Zack, neuer Skin. Wahrscheinlich ist der langweiliger als der Skin, den wir jetzt haben, was so ein Startskin ist. Aber ich nehme ihn, ich ziehe ihn einfach an. Ganz egal, was kommt. Die Kanalpunkte. Was soll ich damit? Du kannst mit den Kanalpunkten Emojis, also Emotes, freischalten, die man eigentlich nur als Abonnent kriegt, zum Beispiel. Oder du kannst die auch verändern und dann in veränderter Form benutzen damit. Oder du kannst hervorgehobene Nachrichten schicken, damit ich die auch wirklich lese. Und ein paar andere Sachen gehen auch noch. Oh, gleich drei neue Skins. Ich sehe rot. Hä? Den haben wir doch schon. Oh, der ist irgendwie...
Weird. Und der Wurstsoldat. Verstehe ich nicht. Warum Wurst? Sind das... Aber ich habe doch nur ein Skin gekauft. Warum habe ich drei? Komisch. So, die rote Gefahr kommt. Jetzt reden wir nochmal mit Hemlock. Okay. Hä? Wo ist er denn? Sollte der nicht hier sein, damit wir mit ihm reden können? Clint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leichen, die Jack im Clutch ablegt. Er quält mich dafür nicht mehr mehrere Stunden am Stück. Und dann tat das doch. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir erledigen ihn, klauen uns mein Schiff zurück und fahren nach Sanctuary. Los, wir gehen da lang. So wird's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. I want you in my room. Genau sind die große, weite Welt. Nachdem ich gesehen habe, wie das erste Tor einfach abgestürzt ist, rausgebrochen ist, habe ich echt Angst, hier durchzugehen. Oh, diese Brezeln sind eklig. Und? Wie war dein Tag so? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht. Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Okay, bis dann. Psycho, der ist genauso einer wie ich. Nur nicht so robust. Heute kriegen dich die verdammten Fressige nicht. Oh oh. Ich habe ein Plätzchen für dich in meiner Leber. Ich habe Plätzchen für dich in meiner Leber? Warum habe ich Plätzchen in meiner Leber? Was machen die denn da? Wie sind die da reingekommen? Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle weg von den Fenstern! Du hast eines von Helena Piers letzten Audiologs entdeckt. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders, dem Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, was aus ihr geworden ist. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufe ich sie dir gerne ab. Okay, dann müssen wir wohl wieder zurück, wo wir hergekommen sind, oder? Finde die Audiologs. Ne, warte mal, machen wir erst die andere Quest, weil das wechselt immer automatisch zur aktuellsten Quest. Aber jetzt bleiben wir mal bei Claptrap, einfach. Ja, ich hasse die. Wo ist denn Merlin? Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu Ehren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Arschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Hi, Fallen Crusader, hallo. Ich lese eigentlich das meiste wirklich. Fallen Crusader, dankeschön für die Bits. Das Bitglas wird wieder aufgefüllt. Bist du gestorben, Merlin? Sorry, das habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt geht's gleich über. Ich habe wieder die ganzen Bits hier rumliegen nachher. Na super. Hier ist eine ziemlich gute Pistole. Ich weiß nicht, ob du die brauchst. Also ich kann sie noch nicht mal... Okay. Hat sich erledigt. Weiter geht's. Ich nehme doch mal das Gewehr. Ich bin noch nicht hochlevelig genug für Nahkampf.
Das Gewehr ist so nicht so effektiv irgendwie. Ich gehe doch lieber in den Nahkampf. Wird schon. Ich will das Fass kaputt machen. Na, gut. Jetzt bräuchte ich bitte einen Gegner. Das wäre ganz nett. Hinter mir ist einer. Oh, du bist ja wunderbar, Psycho. Komm her. Ah, nein. Ah. Sehr schlecht. Ich glaube, das wird nichts mehr. Vielleicht auch noch. Aber Merlin stirbt auch. Nein! Aber unten ist gleich der Respawn-Punkt. Ist egal. Land Squids für den wohltätigen Zweck. Finde ich gut. Bleib doch mal hier. So richtig gut nachkämpfen kann der noch nicht, aber man kann ihn drauf spezialisieren auf jeden Fall. Habe ich schon gesehen. Spring da runter, wo ich gerade hochkomme. Oh, was habt ihr nicht für nutzlose Granaten? Ich habe wieder irgendeinen blöden Feuerwerksmod. Die sind so bekloppt, diese Feuerwerksgranaten. Kann man sich echt sparen. Geht's einigermaßen? Passt schon, krieg ich schon, danke. So, einen haben wir noch. Wo ist er denn? So, Claptrap, weiter geht's. Warum hat Claptrap eigentlich keine Waffe? Im Pre-Sequel lernt man doch, dass er super mit Waffen umgehen kann. Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... weißt du was? Ich hole es schnell. Arschgaul! Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Arschgaul sagt hallo. Der Arschgaul. Oh oh, Boss Arena. Warte mal noch. Das wird zu zweit reingehen. Okay. Das ist Boom Boom. Boom Boom. Zündet die Lunte, ihr Hunde. Das ist der kleine Bruder von Bam Bam. And his brother Boon. Jetzt kann's rotten. Spritz mich mit deinem Blutfall. Oh, wo ist er denn hin? Oh shit, die sind noch ziemlich hochlevelig, Mensch. Wir hätten vielleicht doch erst ein paar leichtere Quests machen sollen. Die sind ein bisschen zu krass für uns, glaube ich. Aber mal schauen. Kriegen wir schon hin. Ich meine, wir haben den Vorteil, dass wir im Gegensatz zu NPCs quasi unsterblich sind. Egal wie oft wir sterben. Wir sterben nicht. Klingt komisch, ist aber so. Aber wir könnten trotzdem erstmal ein bisschen hochleveln, dass wir wenigstens unsere Level 5 Spezialattacke kriegen. Weil sonst sterben wir halt jetzt dauernd in der Arena. Ich weiß nicht, Merlin, was sagst du? Schreib mir in den Chat. Willst du einfach so lange reinstürmen, bis die tot sind? Können wir machen. Oder machen wir kurz was anderes, damit wir ein bisschen hochleveliger werden. Okay, ich werte das mal als, wir machen erstmal die anderen Quests, damit wir auf Level 5 kommen. Aufleveln, genau, gut. Dann holen wir schnell die Audiologs aus dem Dorf, aus dem Startdorf. Das ist gleich erledigt und bringt uns vielleicht schon das nächste Level. Dann gibt es da oben noch eine Quest. Ah ja, genau, vor Ort die Bullymongers töten. Dann sind wir vielleicht eh schon auf 5.
Und das dürfte reichen. Für den Level 6 Boss. Denke ich mal. So, die Geschichte über dieses Dorf hier, wie es überrannt wurde, werden wir jetzt gleich hören. Wenn ich mich recht erinnere. Hallöchen zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack. Keiner bewegt sich. Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht? Hey, Bits für Merlin von Fallen Crusader. Dankeschön in Merlins Namen. So, auf zum nächsten Audiolog. Borderlands 2 ist ja der höchst bewertete Borderlands-Teil auf Metacritic. Zu seiner Zeit hat er anscheinend echt eingeschlagen. Ah, Questgegenstand, Viertel drunter. Zum Glück nicht schlimm. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Das stimmt. Mein Mann hat mir einen Skeg-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! So, ich wollte es nicht einspielen, weil immer gerade Dialog ist, wenn Bits kommen. Aber für alle Bits, die bisher gespendet wurden, unser Bit-Meme. Okay, okay. Take it easy on the counter, will you? Yay! Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Einen Audiolog haben wir noch. Oh, meine Fresse. Hast du Ihren Kopf gesehen? Wie er so... Wahnsinn. Wilhelm, töte diese Wilden. Verstanden. Wilhelm. Handsome Jack hat sie umgebracht, oder? Was für ein Jammer. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. Bitteschön. Oh, Pistolen. Obgleich Captain Flint jeden in Lyersburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wieso wilde Bullymongs dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner entehren sollten. Wenn du die Stadt von ihnen säubern könntest, wäre das sehr gentlemanlike. Die Ziele auf deinem Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Gut, Crusader. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionslog auf deinem Echo-Gerät ändern. Ich glaube, Borderlands 2 ist von 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Oder was 13? Ich glaube 7, oder? Ich google schnell. Warte mal. Borderlands 2 Release. Es war 12. 12, also 8 Jahre. Hat's auf dem Buckel. Meine Muckis ab, Muckis! Ah, die Merlin hat so eine Waffe, die beim Nachladen geworfen wird wie eine Granate und explodiert. Das finde ich immer ziemlich witzig. Die mag ich gern. Bullymong-freie Gegend mehr. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Lyersburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Ich meine, wir sind am Leben. Wir drei. Immerhin. Und schon mal, wir könnten auch eine kleine Party machen. Ich weiß jetzt nicht, ob Claptrap technisch gesehen am Leben ist, aber... Ich kann ja mitfeiern. Leben wird überbewertet. Okay, jetzt müssen wir noch zum Teich.
und den noch säubern. Sieht ganz schön gut aus für 8 Jahre alt. Ja, eben, finde ich auch. Wie ich vorher gesagt habe, dieser so ein Comic-Stil altert einfach nicht so schlecht wie manch anderes Spiel. Ich meine, ich fand Borderlands noch nie das schönste Spiel, einfach von der Wahl des Designs her und so weiter. Also ich finde es grundsätzlich nicht schön, aber sie ja gut gealtert. Ist effizient. Die Bullymonks werden es sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich jedenfalls. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Na dann. Level 4,5 ungefähr, wenn wir das abgegeben haben. Hat nicht ganz für 5 gereicht, leider, aber das hilft nichts. Ich glaube, jetzt haben wir keine anderen Quests mehr. Aber so ein Level kann schon was ausmachen. Bitte lass Captain Flint so langsam wie möglich sterben, ja? Er ist wirklich ein Mistkerl. Ah, der hätte doch noch was für uns. Eine Level 3 Quest, die wäre genau auf unserem Niveau. Sehr schön. Und noch was. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Der alte Crimson Raider Unterschlupf. Benutze den Aufzug. Ich wollte schon Anzug sagen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Ich glaube, das neue Gewehr ist zumindest besser als mein altes Gewehr, glaube ich. Es ist immer schwer zu sagen. Ich hätte gerne einen Damage per Second Wert, ohne dass ich lang rumrechnen muss. Aber es geht ja in dem Spiel auch ein bisschen drum, einfach diese total teilweise irren generierten Waffen durchzutesten. Das ist schon auch nett. Mit dieser Gatling vorne dran. Cool, cool. Merlin kann ja nachher einen Geschützturm beschwören. Das ist, glaube ich, schon auch ziemlich praktisch. Bin ich gespannt drauf. Ich kann mich wirklich gar nicht mehr erinnern. Ich meine, gut, es ist eben schon fast 10 Jahre her. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Klasse ich wirklich damals gespielt habe. Als das Spiel neu war. Ich habe das mit Freunden zusammen durchgespielt. Kann mich null erinnern, was ich war. Ich würde auf den Gunsurker tippen. So rein vom welche Klasse würde ich wohl damals gespielt haben am liebsten. Ups. Bei den richtigen Petmaster gab es ja im Grunde in der Vanilla-Version von dem Spiel noch nicht. Weil eigentlich will ich immer gerne Petmaster spielen. Das finde ich immer super cool. Und wenn es sowas nicht gibt, dann irgendjemanden, der ordentlich reinhauen kann. Wisst ihr, was das Beste am Borderlands ist? Kein Fallschaden. Kein Fallschaden. Ich hasse Fallschaden. Allein dafür muss man das Spiel mögen. Fallschaden, ey. Ich gucke in deine Richtung, Witcher. Was soll das? Guten Tag. Ups. Stärker! Du kannst mich nicht stoppen! Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Ach, so ein Scherzkeks. Besorg einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Okay. Holen wir eine Batterie.
Mein Charakter macht witzige Geräusche beim Springen und Laufen. Aber der redet nicht so viel. Meine Necromancerin ist ununterbrochen am Labern. Die geht mir mittlerweile echt schon auf die Nerven. Der Psycho ist relativ still. Ein eher stiller Charakter. Oh, auf der anderen Seite von diesem Elektrozaun ist eine Sicherung. Renn einfach durch den Zaun. Wenn du schnell genug bist, wird dir nichts passieren. Autsch. Jetzt solltest du Angst kriegen. Aus der Luft, das ist immer schön, wenn das hinhaut. Claptrap hatte gerade gesagt, wenn wir schnell genug durchlaufen, passiert uns nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist Bullshit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man stirbt, wenn man versucht, hier durchzulaufen. Wow, das hat vermutlich wehgetan. Mach das doch mal! Claptrap ist einfach bescheuert. So, Sicherungskasten kaputt. Batterie geklaut. Setz die Sicherung einfach in Brewsters Schaltkasten ein. Dann kannst du den Aufzug benutzen. Uh-oh. Mehr Gegner. Hä? Wo denn? Komm sofort wieder her. Gerade wo mein Gatling-Gewehr warm geschossen ist, geht er in Deckung. Unverschämtheit. Er ist schon auch cool, aber ich mag die Schubflinte, glaube ich, lieber. Wow, der haut rein. Holy shit. Wo ist denn mein Geschwächter? Hier bleiben. Ich muss dich bitte schnell kaputt machen. Dankeschön. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Okay, nice. Das hätten wir. Dann zurück zum Fahrstuhl. Zwei Waffen gleichzeitig führen überzeugt die meisten Anfänger. Ja, eben, das ist auch lustig, das ist auch nett. Jetzt eben mit der Macromancerin habe ich gemerkt, ein gut geskillter Deathbot, Deathtrap heißt er, den man beschwören kann, ist so crazy überpowered, dass es echt verrückt ist. Da kann man die zwei Waffen gleichzeitig nehmen, echt vergessen dagegen. Aber ja, grundsätzlich ist das schon ein cooler Skill. Bin gespannt. Ich kann mir ehrlich gesagt diese Nahkampfaktion von unserem Charakter hier gar nicht so richtig vorstellen. Also, dass das besonders effektiv ist. Es sei denn, ich One-Hit-Kille alle mit meiner Axt dann. Aber ich oder bin unsterblich so lang? Ich weiß es nicht. Weil ehrlich gesagt stelle ich mir das gar nicht so super vor. Aber ich bin gespannt. Schauen wir mal. Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen.